So, hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Bauer ohne Hof. Ich bin's wieder, Dietmar. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Letztens haben wir ja ein Video gemacht, habe ich euch hier oben verlinkt, wo wir unser mobiles Gehege gebaut haben und wir dann auf die glorreiche Idee gekommen sind, Puten zu bestellen. Und das machen wir ja auch, gesagt, getan. Jetzt war ich mal bei Amazon Kleinanzeigen, habe mir jede Menge Holz geholt, ein Dach, ein paar Latten, alles umsonst. Und davon werden wir jetzt mal langsam einen kleinen Stall bauen. Und wie wir das machen und warum wir das machen, wie wir es machen, seht ihr nach dem Intro. Also bleibt dran, bis gleich. Genau, also, wir haben ja ein bisschen recherchiert. Wir machen das ja nicht so blindlings und einfach mal ausprobieren, sondern wir wollen ja auch das Tierwohl, oder wir beachten ja auch das Tierwohl. Und es ist ganz wichtig, dass natürlich, was wir machen, auch ein bisschen Sinn und Verstand hat und nicht nur einfach nur aus dem Blauen heraus. Aber das mit den Puten ist schon eine gute Idee, weil Puten sind einfach Weidetiere. Also da sind sie eigentlich groß gewachsen auf großen, weiten Flächen. Und wir haben hier so ein bisschen ein Waldstückchen, was ja auch ein bisschen bearbeitet werden muss. Deswegen Puten. Und wir bauen jetzt einen kleinen Stall, genau hierher, in die Mitte, der so ein bisschen halb temporär ist. Also man kann den verschieben, aber für den Lebenszeitraum der Puten, was ungefähr 3 Monate ist, bleibt er hier. Also wir verschieben das Gehege auch nicht, sondern die sollen wirklich diese 3 Monate hier bleiben, hier auf diesem Stückchen. Es ist groß genug, das sind ungefähr 300 Quadratmeter, so wie wir es eingezäunt haben, wenn es dann fertig ist. Und das dürfte reichen. So, wir bauen einen Stall, der ist ungefähr 1,20 Meter mal 1,20 Meter, aber ungefähr 2 Meter hoch. Und dann Etagen drinnen zum mit Sitzstangen. Und zwar ist es folgendes, man bekommt die Puten relativ jung, also wir bekommen die mit 3 Wochen. Die sind dann aber 3 Monate hier. Und je älter sie sind, umso höher möchten die nachher schlafen. Also müssen wir so ein bisschen so Etagen einbauen in diesen Stall. Seht ihr gleich, wenn wir anfangen zu bauen. Auf jeden Fall kommt um den Stall ein Hasendraht rum, dass man so ein bisschen wildtiersicher macht. Auch den Zaun habe ich schon Litzen bestellt, dass man ein Weidegerät ranmachen kann, dass man auch hier Strom drauf hat, zumindest auf den unteren Ebenen, dass man Fuchs und Marder abwehren kann. Und wir bauen quasi so einen Hochstall, sage ich jetzt mal. So, wir schneiden jetzt erstmal ein bisschen was zu und dann sehen wir weiter. So, also wer uns schon eine Weile kennt und folgt, auch ihr, abonnieren, der weiß, ich improvisiere immer gerne bei solchen Projekten. Habe auch einen Plan, ist hier im Kopf. Der eine würde lachen, der andere weiß ja, ganz genau. Und am Ende wird alles so sein, wie ich mir das vorstelle. Ihr werdet sehen. So, wir haben zwischenzeitlich ein bisschen was gesägt hier. Untergrund, hier ein paar Latten, da ein paar Latten. So. Verstärkung kam auch noch mit dazu. Und jetzt schrauben wir das alles so ein bisschen zusammen, dass da ein Putenkäfig entsteht.
So, die erste Etage ist jetzt schon mal soweit. Da könnt ihr euch das schon so ein bisschen vorstellen, wie das werden soll. So, also hier vorne ist der Eingang, da kommt noch eine Türe. Dann ist es quasi Etage 1, da kommen noch Sitzstangen hin. Jetzt haben wir noch eine Etage ungefähr hier auf der Höhe, also gegenüber. Und nach oben kommt dann das Dach. So wird es nachher ausschauen. Gut, oder? Linse sauber machen. Jetzt ist das Grundgerüst fertig. Das sieht doch nicht schlecht aus. Oder? Wir haben eine Etage, noch eine zweite Etage für wenn sie älter werden. Ein schräges Dach. Jetzt machen wir hier vorne noch eine Türe ran. Und dann kommt Hasendraht außenrum. Weil Puten mögen es, wenn es heller ist. Die mögen es nicht, wenn es dunkel ist. Deswegen brauchen wir da auch keine dunkle Ecke einbauen. Schatten haben sie genug im Wald und Hasendraht drumherum, Dach oben drauf, dann sind wir fast fertig. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Ich muss noch ein, zwei, drei Sachen dazu kaufen. Wird auch super warm momentan. Also würde ich sagen, to be continued. Das war's jetzt für diese Folge. Ich hoffe, hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ein bisschen was daraus gelernt und ich hoffe, dass das Ding auch nachher steht und die Puten hält. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, die Glocke drücken, ein Like da lassen. So könnt ihr unseren Kanal unterstützen, wäre echt toll. Vergesst auch nicht mal unseren Podcast anzugucken. Bauern ohne Hof, der Podcast für die alternative Landwirtschaft. Könnt ihr auch finden bei bauerohnehof.de. Einfach mal reinhören, vielleicht ist was dabei für euch. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hat mich gefreut. Ich bin's Dietmar, euer Bauer ohne Hof. Ciao.